Mehr muss man dazu nie sagen. Ne? Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Neue hier bei Britannia Express. Auch die Nabas. Ne? Ja. Ich der Neue, er der Alte. Und dann schauen wir mal, was die Tage jetzt so, die ersten Tage so bringen. Nee, so ist es. Wir sehen uns. Ja, so ein bisschen häuslich eingerichtet habe ich mir jetzt ja auch schon. Ja. Wie man so unschwer erkennen kann. Andauernd piept das Handy. Ja. Ja. Ja, hallo, hallo. Ne, lang hat es ja nicht gedauert, bis ich den ersten Stau als Tätiger für die Firma Nava Britannia Express gefunden habe. Also, das hat nicht lang gedauert, nee. Aber scheint sich jetzt ja Gott sei Dank aufzulösen. Aber schon wieder fast die. Ja, wir sehen uns Spedi, ne? Ja, ja, den ersten Kunden habe ich tatsächlich erfolgreich eingeladen. Unglaublich, aber wahr. Ne? Und jetzt eiern wir glatt mal direkt zum nächsten. Ja. Und dann schauen wir mal, was da noch so kommt. Alten Schnabel. Da ist gar kein Strich, Vogel. Wenn der die Kasten nicht mehr will, ne? Der Strich ist noch mal einen Meter weiter drüben gefühlt. Naja. Auf jeden Fall bis später. Mit meinen zwei Beladungen bin ich ja da oben durch, in der schönen Ecke, in der Kieler Börde fast, ne? Also ja, eher Ecke Rendsburg und Co. So mittendrin steht nur dabei, ne? Ein schöner Bus. Und jetzt auf dem Rückweg zum Standort Nord und dann mal gucken, was unser lieber Disponent da dann auch jetzt vorhat. Ne? Er hatte noch was anderes vor, dass ich nochmal so Richtung Meck-Pom, so über die A24 zottel, aber das schaffen wir zeitlich gar nicht. Da hat er sich aber ja, Gott sei Dank schon was anderes einfallen lassen. Jetzt bin ich gespannt, was er sich für mich einfallen lassen hat. Nee. In diesem Sinne sehen wir uns später wieder. Auf Wiedersehen. Ja, der erste Tag ist nun geschafft. Nee. Ihr habt Feierabend und Wert, aber morgen gleich wieder schön loseiern und dann mal so in den warmen Süden dieses Landes. Bin ja mal gespannt, was da so kommt. Aber Gott sei Dank fahre ich zu einer Uhrzeit los, wo das nicht ganz so warm ist. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Ne, das war heute schon etwas arg warm, möchte man sagen. Ne?
Doch, das war teilweise ganz nett. Da hättest du besser hinten auf dem Kühler sitzen können als hier vorne. Na ja, gut, hier vorne hast du ja die Klimaanlage, ne? Aber so manchmal denkst du es dann schon so, naja. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder, weil ich gehe jetzt gleich da rein, in die Koje. Ne? Und dann schauen wir mal, ne? So sieht das aus. Bis denn dann. Tschu-tschu. Hey, gute Morgen, gute Morgen. Bin ja mal aufgestanden. Nee. Die Käffchen haben mir auch mal gezaubert. Ich will zwar gleich an der Tanke noch einholen, weil ich sowieso noch tanken muss. Aber da komme ich ja nicht hin. Der Gesetzgeber sagt ja, ich darf erst in 20 Minuten mich generell überhaupt bewegen. Ne? Ja. So ist das. Dann ist das so. Haben wir uns halt selber ein Käffchen gezaubert, ne? Hui, hui, hui. Genau. So sieht's aus. So. Guck mal gleich. Vielleicht mal noch ein paar Bilder von der Abfahrtskontrolle und den Boden vom Tanken. Und dann sehen wir uns später wieder. Mach du. Ja, moin moin. So, mir macht jetzt erstmal Frühstück. Darf ja gerade eh nicht weiter, als ich möchte. Man schiebt Chrom manchmal nicht. Erstmal Schmackofatius hier. Nee, genau. Ein bisschen Müsli hat noch rein geschaut, obwohl ich die Cornflakes, ja, ist okay. Ne, es ist ja so, wie es ist. So, da brauchen wir gleich, wenn das Päuschen rum ist. Mal sehen, dass wir weiterkommen. Nee. Damit das ein Ende nimmt. Wo ist das? Wasser ist aufgestellt. Da rein. Ja, ne, ich werde dann jetzt mal spachteln. Und wir sehen uns einfach später wieder. Denke ich. Außer ihr habt das Video bis dahin schon ausgemacht. Und ihr denkt auch, ist ja gar nicht der Kerl, der sonst immer bei nahe was gefahren ist. Mach wohl sein. Das ist auch so. Und das ist immer auch nicht Truck-TV hier, ne? Also, guten Hunger. Au! Konnten, den haben wir ausgeladen. Der Wagen ist leer. Wir geben uns jetzt gerade so nah wie möglich an unser nächstes Opfer heran. Ja, ein paar Minütchen haben wir noch. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Hayabubu-Pause. Ne? Genau. So ist das. Ne? Ein Tingel hier gerade auf der A61 durch die Gegend. Ja. Und die Weidbärsche hier sind ja wieder schön, dass man sie mal wieder anguckt. Ich wollte da drüber fahren. Nur falls ihr euch fragt, warum das so ist. Ich hatte das voll im Plan, das zu tun.
Ja. Genau. Bis denn dann. Jo, wir wollen gleich mal wieder los. Nee, durch die Nacht. Atemlos durch. Punkt. Erstmal hier Kaffee saufen, ne? Erstmal warten, bis der Kaffee fertig ist und dann geht das wieder los. Noch eine Runde. Juhu. Moin Sön, da bin ich mal wieder. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu den letzten zwei Kunden für diese erste kurze Woche. Ne? Ja, so ist das. Und daher kommt vielleicht noch ein paar Fahrszenen, aber ich sag schon mal für diese Folge adieu. Ne? Einfach mal unten kommentieren, abonnieren, liken, teilen und was euch sonst noch so alles einfällt. Ne? Ja, was bleibt mir noch zu sagen übrig? Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr noch nicht zu Hause seid, kommt heile zu Hause an und genießt dann die Zeit mit euren Liebsten. Und ich werde dann am Wochenende auch noch eben das Fahrsicherheitsturnier in Viertel besuchen. Vielleicht kann ich da auch noch ein paar schöne Aufnahmen für euch hin. Dann kick wie moin. Nee, so ist es. In diesem Sinne, adieu, bleibt schön.